Sir, können Sie mich hören? Wir legen los. So, Freunde, hier ist der Battle Recall für euch wieder mal am Start. Ich habe es ja schon mal groß angekündigt und euch versprochen, wir zocken heute Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ja, wir reden mal eigentlich gar nicht lange um Brei rum und legen mal gleich mal los, ja. Start und ab jetzt wählen wir mal die Kampagne aus. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen reingeguckt, das ist ja normal, wenn man sich ein neues Game kauft, guckt man mal kurz rein. Für euch starte ich die Kampagne heute neu. Und wir sind natürlich Veteran. Wir sind ja, wir zocken ja nicht zum ersten Mal. Sind ja lange Battlefield-Akteure und Call of Duty-Akteure. Von daher sind wir da schon ein bisschen involviert in solche Spiele, in solche Gewaltspiele. So wird es ja von den Medien immer gerne hochgepreist. Aber das sehen wir natürlich nicht so. Wir wollen unseren Spaß beim Spielen. Und ja. Das fabrizieren wir uns heute mal hier zusammen, Freunde. Ja, ich weiß nicht, hat jemand von euch den älteren Teil davon gespielt? Advanced Warfighter zum Beispiel, 1 oder 2. Schreibt es ruhig mal unten rein, würde mich mal interessieren. Ich habe es gemacht und es hat damals schon riesig Spaß gemacht und deswegen bin ich gespannt, was die Entwickler sich für das neue Spiel haben einfallen lassen. Und ja, jetzt lange, jetzt Quatsch, ich weiß schon mehr, quatschen wir ja viel zu viel. Wir gucken uns erstmal hier das Intro an oder die Einführung und dann seid da weiter begleitet von meiner schönen Stimme. Du Scheiße! Mein Fahrer einen Headshot gekriegt, jetzt falle ich hier den Berg runter. Auch nicht schlecht, ne? Oh, da fühlt man sich ja gleich wieder wohl. Ziele markiert. 5, 4, 3, 2, 1. Das ging gut schnell. Das geht gut schnell. Ich denke mal, sowas zeichnet auch die Ghost aus, mit solchen Aktionen sich einfach einen Vorteil zu verschaffen gegenüber dem Gegner gleich zum Anfang. Ich muss sagen, das Spiel macht optisch und grafisch einen super Eindruck. Also ich bin echt überrascht. Jetzt mit L bewegen wir uns vorwärts, das kennen wir ja aus vielen Spielen schon. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, es ist sieht ziemlich nach Afghanistan schon wieder aus oder sowas. Oder irgendwie, ich habe keine Ahnung. Oh, da schießt er schon auf uns hier. Hör mal auf damit. Ja, Leute. Oh, Tamal erstmal nehmen. Hat jemand ein Magazin? Oh, sieht das schön die Thermalsicht hier. Ich mach die mal kurz weg. Das sieht dann nämlich so aus, da sehen wir gar nichts. Deswegen lassen wir die mal an hier schön. Meine Freunde arbeiten hier gut und machen hier gute Leistung schon wieder. Geil. Ja, vom Steuerung her ist ziemlich einfach, muss ich sagen. Also wir haben ja sehen, wir schießen und alles, das ist alles so, wie man das kennt. Nachladen ist auf X, ducken tue ich mich mit B und mit A gedrückt halten sprinte ich dann. Ne? Ich kann sogar Waffen aufheben, die AKSU. Bei mir formieren. Ich will keine Überraschungen. Oh, schöne Helmkamera. Wir sehen es. Wir machen zur Sicherheit einen Vergleich. Aber das sieht okay aus. Kennt ihr ja von meinen Real-Life-Videos. Haha. Nicht lustig, oder? Ich weiß. Das ist auch nicht so wild. Was zum? Scheiße, das sieht mir doch aus wie eine.
Scheiße. Renn, 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 renn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Scheiße. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Oh mein Gott. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass mein Name im Spieltitel schon vorhanden ist? Was gibt es da Besseres als ein Let's Play? Ja, Freunde, wenn der Name schon im Titel mit vorhanden ist, kann das nur einer machen. Der Metoricon. So, die Ladezeit müssen wir irgendwie ein bisschen überbrücken, deswegen quatsche ich jetzt so ein dummes Zeug. Na, ist auch nicht so. So, ich denke mal, wir sind auf der Homebase angekommen. Oder es wird diesmal ein anderer Trupp sein. Das ist nicht der, den wir gerade gesehen haben. Major, Gentlemen. Packen wir ein? Wenn wir fertig sind. Wir wurden noch niemals so hart getroffen. Nehmen Sie sich eine Minute. Wenn Sie das wollen, dann beten Sie ruhig. Wir sind bereit, Sir. Dann los. Holen Sie sich diese Hurensöhne. Details auf Ihren MRTs. Genau, holen wir uns diese Piep-Söhne. Die Bombe, die unsere Männer tötete, war für die Südgrenze bestimmt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt, um sie aufzuhalten. Aber wir alle müssen Opfer für unser Land bringen. Diesen Preis haben Alan, McGann, Haynes und Bianca für uns bezahlt. Ihr Opfer war nicht umsonst. Stellen wir sicher, dass wir es nicht erneut bringen müssen. Die Bombe ging durch viele Hände, bevor sie hier landete. Einer der Männer in dieser Kette, Gabriel Paez, will rein. Paez ist ein mittelschwerer Drogenschmuggler und ein Neuling, was Waffen angeht. Klingt, als hätte er mehr geschultert, als er tragen kann. Gut, jetzt wissen wir auch, wo wir sind. Er wusste nichts. Bla, bla, bla. Mir egal. Paez ist ein loser Faden, an dem wir ziehen sollten. Einsatzort Bolivien. Missionsname Nimble Guardian. Missionsziele. Suchen Sie Gabriel Paez und bringen Sie ihn in Sicherheit. Weiter. Ein Sensor erfasst Gegner und schickt die Daten auf ihr Hard. Werfen Sie ihn an die Stelle, wo Sie die Mistkerle vermuten, und er zeigt Ihnen deren Position. Gut zu wissen. Wenn alles nach Plan läuft, wird nicht viel geschossen. Aber Sie wissen ja, wie es haben wir hier den Goblin MK48. Sie brauchen Flexibilität und Präzision. Ich empfehle eine Goblin mit Reflexvisier. Das ist doch schon mal was. Dann passen wir uns unsere Waffe mal kurz an. Hier sehen wir ein schönes neues Detail, was in den Spielen jetzt ja, Einzug gefunden hat. Das ist ja, ich denke mal, speziell für Kinect gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich komme nicht genau auf den Namen. Wenn ich jetzt hier auf A drücke, dann splittet die Waffe sich noch auf. Und das sieht schon sehr nice aus. Also da kann man schon nicht sagen. Wir haben es ja, oder vielleicht hat der eine oder andere das schon mal im EA-Trailer damals gesehen, wo der Entwickler das mit Kinect gesteuert hat, also das heißt Hände hin und her, und dadurch bewegt sich das dann so. Das ist schon sehr geil gemacht, finde ich. So, Reflex haben wir drauf. Die Waffe, die er uns empfohlen hat, haben wir eingepackt. Wir können auch noch kurz auf den Schießstand gehen, aber das kann ich euch vielleicht später mal zeigen, wenn ihr wollt. Und wir belassen das dabei, gehen zurück und starten unsere Mission. Jawohl.
Wir haben wieder mal Ladezeit. Da gebe ich euch noch eine kurze Information. Ich werde jeden Part so circa 15 Minuten lang machen. Ich denke mal, das reicht dann auch. Ich werde versuchen, das ganze Spiel für euch hier aufzunehmen und jeden Part im Durchschnitt oder ich sage mal so alle 2 bis 3 Tage dann den Part hochladen. Ja, so habe ich mir das gedacht und so denke ich mal, werde ich das auch machen. Also, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. So, wir sind jetzt in Südamerika angekommen, in Bolivien und werden mal gucken, was hier so abgeht bei den Ghosts. Hohoho. Ein Rico nehmen, wa? Overlord, die Hunter. Wir sind am Treffpunkt, aber kein Zeichen vom Paket. Verstanden. Wie ist die Lage? Chaotisch. Das Haus ist durchwühlt. Paez geflohen. Alles klar. Wir verfolgen sein Handy, um ihn zu finden. Und was machen wir so lange? Augen aufhalten und uns auf die Jagd vorbereiten. Hunter, Overlord, wir haben Paez in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Hallo, sind Sie da? Mr. Paez, mein Team ist am Treffpunkt, bereit, Sie abzuholen. Wo denn wir waren? Die Jagd ist nicht. Ich bin auf der Flucht. So, bevor wir losrennen, schauen wir uns erstmal kurz um, wie Bolivien so umgesetzt wurde vom Spiel. Sieht das schön aus irgendwie. Was mich noch ein bisschen irritiert, sind die Kreise um die Waffe herum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Was das genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich finde es vielleicht noch raus. Also es wird so ein bisschen die Munition wahrscheinlich angezeigt und die Magazine, die ich bei mir halte. Und wir haben hierbei unseren 30K, den Pepper und den Ghost Leader. Ich bin ja der Metaricon, ist klar, logisch wisst ihr ja alle. Und es sieht schon sehr, sehr nice aus. So, wir bewegen uns mal langsam vorwärts. Wir sind ja keine Sturmsoldaten, wir sind ja Geister. Wir können uns übrigens auch, wenn wir B gedrückt halten, so schön hinlegen, falls wir wirklich mal vom Gegner überhaupt nicht gesehen werden sollen. Und ihr seht ja, wir können uns hier schön die Deckung suchen. Entschuldigung. So, dann werfen wir uns mal unseren Sensor. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, jetzt werden uns automatisch die Leute angezeigt. Habe leichten Kontakt. Wenn ich jetzt gedrückt halte, ich denke mal, ich muss das Feuer öffnen. Das werden wir jetzt einfach mal tun. Oh. Trifft den einer meiner Leute? So. Na, das ging doch relativ schnell, ne? Da ist noch einer. Wenn ich einen Stick drücke, komme ich übrigens ins Reflexvisier. Wenn ich jetzt normal ziele, kommt das so. Drücke ich den Stick, komme ich ins Reflexvisier. Wenn ich hier gedrückt halte, springt er. Macht er so eine schöne Springanimation und jumpt hier rüber. Dann gesagt, wir wollen uns nicht so schnell bewegen. So, das ging nochmal schön einfach schon mal. Wow, wir haben auch mal ein bisschen Ausblick. Leute, schaut euch das an. Was ich sehr schön finde, ist diese Schriftanimation, die immer ständig kommt hier irgendwie. Ich habe das in vielen Trailern schon gesehen, dass es in verschiedenen Missionen immer die Ziele vorgibt und ungefähre Position von irgendwas. Ich denke mal von dem eigentlichen Missionsziel. Und wir bewegen uns mal weiter langsam vorwärts. Ich finde die Animation von den Leuten richtig geil, muss ich sagen. Wenn ich mich langsam bewege, bewegen meine Leute sich auch langsam. So, wir werden uns mal wieder in Deckung verbringen. So, da unten ist unser Kumpel. Wir werden noch mal einen Sensor schmeißen. So, der wird uns jetzt angezeigt. Boah, guckt euch die Fettbacke an. Den soll ich mal beschützen. Muss ich mir anstrengen, Alter. So, schütze den VIP. Und ich denke mal, ich soll wieder das Feuer öffnen. Das werden wir einfach mal machen. 1, 2, 3, da haben wir schon 3 Leute erledigt. Wir laden mal kurz nach. So, da geht's weiter. Oh. Er versteckt sich dahinter. Ist er das? Sau. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Gib den Headshot, jawohl. Sind wir noch einer? Oben auf dem Dach. Oh, das ging schnell. Ah, der ist noch nicht tot.
Nehmen wir jetzt halt genau. Also nicht, dass ihr denkt, ich schieße hier durch die Wände. Ich glaube, das sieht immer so ein bisschen so aus. Ich denke mal, die Kugeln durchschlagen Planken und so ein Zeugs. Und alles andere, denke mal, fallen die Kugeln dann ab. Meine Leute leisten hier gute Arbeit, aber hier aus sehe ich nichts. So, unser Paket ist immer noch am Standort. So, alles klar. Bereich frei von Gegnern, auf Abholung warten. Okay, da kommt der Heli, ich höre ihn schon. So, und ob wir den hier rauskriegen heute noch, unser dickes gelbes Paket, obwohl wir schon wieder beschossen werden, seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, euer Matt Recon.